Die frühzeitige Behandlung des Morbus Crohn ist das A und O, um die Krankheit in den Griff zu bekommen. Morbus Crohn ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die vom Mund, der Mundschleimhaut, bis zum After eigentlich den gesamten Magen-Darm-Trakt befallen kann. Zeichnet sich aus durch chronische Entzündung, die oftmals langwierig ist, schwierig zu behandeln und auch verschiedene Komplikationen haben kann, wie zum Beispiel eine Perforation, Fistelbildung oder auch Darmverschluss. Die Symptome, die man beim Morbus Crohn verspürt, sind meistens auch Bauchschmerzen, sehr oft unkontrollierbare Durchfälle, obwohl man sich nicht notwendigerweise krank fühlt in dem Sinn, ich habe was Falsches gegessen und muss jetzt oft aufs Klo, sondern das ist ein länger dauernder Durchfall, mehrere Tage, mehrere Wochen, Gewichtsverlust, Schwäche. Das sind so die hauptsächlichen Zeichen. Der Morbus Crohn wird prinzipiell initial mit Medikamenten behandelt. Unter diesen Medikamenten befinden sich zum Beispiel Cortisonpräparate, Immunmodulatoren oder auch biologische Therapie mit Antikörpern. Wenn unter dieser Therapie Komplikationen auftreten, wie zum Beispiel Fistelbildung, Darmverschlüsse, Fisteln auch im Analbereich, dann benötigt der Patient eine chirurgische Behandlung.